forgot how to walk and speak, and I'm toward flying into the air, raving. Myself as a member of a higher community. I have forgot how to walk and speak, and I'm toward flying into the air, raving. We'll be right back.
Liebe Shots an alle Raver und Mayday-Fans. Mayday ist sicher für viele ein Begriff, aber wenn euch die Mayday-History interessiert, hier habt ihr die Gelegenheit, alles über Mayday zu erfahren. Und nebenbei gibt's ganz viel geile Musik. Die Mayday-Raves schrieben Geschichte und haben die House- und Techno-Szene so beeinflusst wie keine andere Veranstaltung. Der vierte Mayday, der Judgment Day, war der erste Super-Rave in der Dortmunder Westfalenhalle, einer der größten Hallen Europas. Aber auch sonst wurden alle bisher dagewesenen Rave-Dimensionen in den Schatten gestellt. 15.000 Raver feierten frenetisch. Für die Beschallung wurden über 30 Tonnen Soundmaterial aufgefahren. Und für den visuellen Supertrip sorgte ein gigantischer Laserturm. Das Programm gestalteten 28 DJs und Live-Acts aus 15 internationalen Techno-Metropolen. Höhepunkte des Abends waren unter anderem Lenny D, Hartsequenzer, Jeff Mills und Equinox. Yeah.
Mayday 1 im Dezember 91 war das erste Kapitel der Mayday-Geschichte. Das Line-Up bestand aus 10 DJs und 4 Live-Acts, wie zum Beispiel Frank the Wolf, DJ Westbam, DJ Dick, Dave Angel und Speedy J. Mayday löste den totalen Rave-Boom aus. Aus ganz Deutschland kamen die Raver mit Charterbussen. Das ist super! Als sich so euphorisch begann, sprengte 2 Jahre später alle Rave-Dimensionen. Neben PCP, Energy und anderen Live-Acts war Moby einer der Höhepunkte. From the
to the brain, air to the brain, from the air to the brain, from the air to the brain, air to the brain, air to the brain, from the air to the brain, from the air to the brain, air to the brain, air to the brain, from the air to the brain, from the air to the brain, air to the brain.